Ja, wunderbar. Hallo zurück von meiner Seite und auch hallo nach Hause, hallo in die Schweiz. Ich freue mich auf diesen Abend und ich bin sehr gespannt auf das, was Gott noch bereithält. Und ja, das war wirklich ein erfüllter Tag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es wirklich ein erfüllter Tag. Und ich spüre so, dass Gott wirklich einiges am Tun ist bei uns allen. Und etwas angestoßen hat und ich glaube, das ist so, so gut. Und du darfst auch heute Abend nochmals dein Herz wirklich öffnen und auch dann natürlich morgen wieder, aber ich glaube ganz fest jetzt für heute Abend, öffne nochmal dein Herz wirklich ganz bewusst, dass Gott noch mehr sprechen darf, noch mehr aufzeigen darf, auch noch mehr Offenbarung geben darf, jetzt für das, was noch bereit ist. Genau. Ja, Jesus, ich danke dir einfach für deine wunderbare, unglaubliche Liebe. Ich kann nicht genug kriegen von dir. Aber Vater, wer dich sieht und wer dich kennt, der will nur noch dich. Und ich wünsche mir, dass diese Relation wirklich unser Herz ergreift, unser ganzes Leben. Dass alles in uns Christus wird. Dass alles, was aus uns herauskommt, Christus ist. Dass alles, was mich ausmacht, Christus dich widerspiegelt, dich verherrlicht, dich zeigt, auf dich weist. Jesus, dass unser ganzes Sein, ja sogar unsere Gedanken so heilig sind, dass sie dich ehren. Dass meine Seele dich ehrt. Dass auch mein Körper dich ehrt, meine Worte, meine Taten, im Sichtbaren und im Verborgenen. Herr, dass dein Licht leuchtet. Danke, dass du heute Abend sprichst und uns aufzeigst, wie du das gedacht hast, wie das gemeint ist, dass wir dich reflektieren können in dieser Welt, Jesus. Halleluja. Ich möchte mit einem Bibelvers starten, Johannes 15, ein ganz bekannter Vers. Ich bin der wahre Weinstock und ihr und mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir vereint, denn auch ich bleibe in euch. Ich will mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen, genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. Eigentlich ist das ein Auftrag, den Jesus so zu seiner letzten Zeit, so in den letzten großen Talk mit seinen Jüngern noch, den Jüngern mitgegeben hat. Er hat ihnen gesagt, bleibt in mir, so wie ich in euch. Und dann lesen wir vorher und nachher im Johannes auch, weil, wisst ihr, wenn ich jetzt zurückgehe zum Vater, dann bleibt einer bei euch. Das ist mein Geist, das ist der Geist Gottes. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, aber ich bin es. Er wird in euch leben und nicht nur das, sondern er wird in euch leben und er wird euch die ganze Wahrheit offenbaren. Also das ganze lebendige Wort Gottes wird er euch offenbaren und lehren und zeigen, wie das funktioniert, in dem zu leben. Wenn ich nicht mehr da bin als euer Rabbi, wenn ihr mich nicht mehr seht, dann ist er da und er wird euch in alle Wahrheit und in alle Freiheit führen. Und was Gott da sagt, was Jesus da sagt, ist so essentiell. Weiter unten lesen wir dann, bleibt in dieser Liebe von mir, bleibt in mir. Und wir haben es heute Morgen so schön gehört, oder? Diese Liebe, dieser Garten, diese Einladung in diese Gegenwart Gottes. Jesus hat ihnen gesagt, schaut, wenn ihr aus dieser Gegenwart herausgeht, dann habt ihr keine Chance. Mit anderen Worten, keine Chance, ihr seid eine Rebe, die abgeschnitten wird und ihr werdet keine Frucht bringen, wenn ihr es nur versucht, ein bisschen ohne mich zu leben, ohne meine Gegenwart zu leben. Wenn ihr nur schon ein bisschen euch von mir entfernt, ihr werdet nicht fruchtbar sein.
Ihr müsst in meiner Liebe bleiben, damit meine Liebe euch ganz umschließt. Jesus hat gesagt, ich bin in euch mit meiner Liebe, so wie ich im Vater bin. Und diese Vaterliebe soll in euch sein, damit wir 3, 4, 5 eins werden in dieser Liebe. Gewaltig. Und Jesus hat das diesen Jüngern dort gesagt. Und dann ist er später, ein paar Tage später, dann verurteilt worden, gekreuzigt worden und zurück zum Vater in den Himmel gegangen. Und die Jünger haben sich daran erinnert. Und das ist der neue Bund, der angebrochen ist ab diesem Tag, wo Christus gestorben ist, auferstanden ist. Dieser Bund, jetzt ist Christus beim Himmel, bereitet die Wohnung vor. Für wen? Für seine Braut, für uns. Und jetzt ist der Geist da. Der Geist Gottes in uns. Ich weiß nicht, von welcher Kirche ihr kommt, ob über den Heiligen Geist gesprochen wird. Der ist da immer sehr gefährlich. Ja? Der hat viel Potenzial für nicht zu viel Geist. Ui. Und ja, es stimmt, der Geist Gottes kann man auch manipulieren und man kann auch so tun, als wäre er da. Aber wisst ihr auch, dass wir ohne Geist Gottes gar nicht leben können? Wir können gar nicht im neuen Bund leben. Wir haben null Offenbarung. Wir werden blind sein. Das Wort Gottes, wenn wir es heute lesen, ist der Geist, der es uns offenbart. Weißt du, wer dir der Vater zeigt? Der Geist. Weißt ihr, wer dir Jesus lieb macht? Das ist der Geist Gottes. Es ist diese dritte Person von diesem Vater, von diesem Jesus. Es ist der Geist von Gott selber, der in uns jetzt lebt. Das ist gewaltig. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Geist aktivieren und uns dessen bewusst sind, dass dieser Geist in uns leben muss, wenn wir wieder geboren sind, wenn wir erweckt und erneuert worden sind, der lebt in uns mit seiner ganzen Fülle. Das möchte ich euch das heute ein bisschen aufzeigen. Ich möchte heute über Heiligung und Reinigung sprechen, über ein enorm wichtiges Thema. Das passiert, wenn eben dieser Geist Gottes in uns hineinkommt. Und ich habe dazu eine wunderbare Tafel bekommen. Und versuche jetzt das mal ein bisschen zu illustrieren. Und jetzt hoffe ich, dass die Kamera das aufnimmt und auf die Außenbilder projiziert, damit ihr das so sehen könnt, weil das wäre sehr praktisch für alle, damit das alle sehen können. Genau. Klappt das? Noch nicht. Wird das klappen mit der Kamera oder eher nicht? Vielleicht, dass ich es schnell weiß. Ist ja egal. Es soll klappen im Namen Jesus. Come on. Bild. Ihr werdet dann noch staunen, wenn niemand filmt und dann kommt trotzdem ein Bild. Halleluja. Alles ist möglich. Gut. Ja, wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Dann sehen Sie, ja, klappt das nicht? Es wäre wirklich, okay. Gut, dann müsst ihr das Bild nachher anschauen. Es ist, ja, das ist, hat jetzt ein bisschen so. Okay, sonst könnt ihr es nachher auf jeden Fall auch im Livestream dann nachschauen. Also, es war mir einfach mega wichtig, das zum Aufzeigen. Also wir sind ein Mensch, wir bestehen aus Körper, Seele und Geist, unser Mensch. Und dieser Mensch, wenn er auf die Welt kommt, ist der erlösungsbedürftig. Sind wir uns da einig? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wow, ich bin sehr erlösungsbedürftig. Ich bin gefallen und brauche Erlösung. Und wenn ich mich dann bekehre, also Jesus annehme, ihn in mein Leben lasse. Hi! Na gut, jetzt müsst ihr darüber schauen. Oh, Halleluja! Come on! So wunderbar. Das bist du, das bin ich, Seele, Körper, Geist. Wenn Jesus, wenn Christus in dich kommt, wenn du dich entscheidest, ihn anzunehmen, dann kommt er in dich hinein. Mit seinem Geist. Und die Bibel spricht davon ganz am Anfang, bist du ein Baby-Christ. Und dieses Baby braucht Nahrung, damit es wächst. Und was passiert bei einem Menschen, der mit Christus beginnt zu laufen? Ich sage jetzt mal, wie das Optimale wäre, was Heiligung bedeuten würde. Was die Bibel meint, ist nämlich, dass das Alte darunter, dass das abnimmt
Und dass der neue Mensch mit Christus beginnt zu wachsen. He? Da kommt ein neuer Mensch, der geheiligt wird durch den Geist Gottes. Und der nimmt zu. Und wenn dieser Mensch, wenn dieser neue Geist zunimmt, wenn dieser Heilige Geist in uns zunimmt, was muss dann der alte Mensch darunter? Der muss nicht einfach darunter bleiben, sondern der muss abnehmen. Der muss wegfallen. Das ist das Evangelium. Das heißt, das geschieht nur in der Gemeinschaft mit diesem Vater im Himmel, passiert diese Heiligung. Hä? Nur wenn du in der Gemeinschaft bist mit dem Geist Gottes, ist es möglich, dass du nicht ein Babychrist bleibst, sondern dass du dich erneuern lässt und geheiligt und gereinigt wirst. Das heißt, es kommt eine neue Herrschaft in dein Leben, nämlich dass der König der Könige jetzt Herrschaft bekommt in deinem Leben, dass du zurückstehst und sagst, König der Könige, wie kann ich dir dienen? Komm in mein Leben, erneuere mich, erfülle mich. Das ist nichts anderes als Heiligung, wie es die Bibel versteht. In 2. Korinther 5, 17 lesen wir, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Ja, das ist das Optimale, das ist die Wahrheit, das ist der Grund, weshalb Christus gekommen ist, um uns neu zu machen. So müsste es aussehen. Gut, jetzt gehen wir mal zur Realität. Ja, lacht nur. Das wird ganz lustig. Halleluja. Oh, gut. Aber wir haben so viel Potenzial. Halleluja, Jesus, danke. Also, jetzt machen wir nochmal unseren Menschen. Seele, Körper und Geist. Hä? Wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, ihn in unser Leben aufnehmen, dann kommt er in uns. Und er will in uns bleiben. Jesus hat es gesagt, dieser Heilige Geist, lasst ihn Wohnsitz nehmen in euch. Jetzt ist einfach das große Problem, wenn dieser Geist nicht Wohnsitz bekommt, sondern wenn du nur tust, was du hörst und nicht selber in diese Beziehung gehst, von dieser wir heute Morgen gesprochen haben, gestern Abend gesprochen haben. Wenn du nicht selber in diese Beziehung zum Vater gehst und von diesem Heiligen Geist dich lehren lässt, dann kommst du in etwas hinein, nämlich, dass du ein Babychrist bist. Das bist jetzt du, das Rote, und ein Baby bleibst, weil alles, was du gehört hast, das glaubst du dann. Was du gelernt hast, das glaubst du auch. Und dann hast du Prägungen und verschiedene Erlebnisse, die du machst. Dein Papa, deine Mama sagen das, der Jungscharleiter sagt das, in der Sonntagsschule lernst du das. Und das alles wird dein Glaube. Und so wirst du zwar ein bisschen wachsen, aber du verbesserst dich einfach nur. Und du verbesserst dich und gibst dir Mühe, eine gute Christin zu sein. Du gibst dir Mühe, keine Fehler zu machen. Als Christ macht man, als Christ macht man nicht. Du nimmst theologische Anweisungen an, machst sie zu deinem eigenen Leben und zu deiner eigenen Glaubwürdigkeit. Und am Schluss vom Tag bist du zwar eine verbesserte Kopie, das müsst ihr ganz gut hören, zuhören, von dir selbst, eine verbesserte Fassade, aber nicht ein neuer Mensch. Und wenn dieser Mensch in Bedrängnis kommt, was kommt dann heraus? Ganz bestimmt nicht Christus, sondern das Alte, weil es ist immer noch da. Immer noch genau gleich da. Verstehen wir das? Ich bleibe mal einen Moment bei diesem Thema, weil das ist wirklich, es hat mir so die Augen geöffnet. Wirklich. Jesus hat ja gesagt, meine lieben Freunde, ist es alle Gebote, die fallen jetzt eigentlich ein bisschen weg, weil es gibt zwei Gebote, die beinhalten alle diese Gebote. Liebt den Vater von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand. Das ist das erste wichtigste Gebot. Und dann liebt eure Mitmenschen wie euch selbst. Liebt eure Mitmenschen wie euch selbst.
Alle anderen Gebote sind darin beinhaltet. Und jetzt ganz ehrlich, jetzt nehmen wir diesen Vers und schauen in die heutige Zeit und wo um alles in der Welt stehen wir denn heute, wenn es um diese Liebe geht, zum Vater und zu unseren Mitmenschen. Wo ist sie, diese Liebe? Und ich glaube, sie ist genau eine Frucht von diesem. Wir haben uns einfach nur verbessert, nur Mühe gegeben, nur geglaubt, was man uns gesagt hat, anstatt dass wir selber mündig geworden sind, gewachsen sind, Christus hineingelassen haben und gesagt haben, ich nicht mehr, komm herein, erneuere und verändere mich. Und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass ganz viele von uns immer noch seit Jahren mit denselben Problemen strugglen, mit denselben Süchten, Sünden zu kämpfen haben, mit denselben Issues zu kämpfen haben. Wir wollen doch gut sein, aber es geht einfach nicht. Ich will eine gute Mama sein, ich nehme es mir jeden Tag vor, aber es geht einfach nicht. Ich gebe mir ja so Mühe, meine Nachbarin zu lieben, aber es geht einfach nicht. Ich gebe mir ja so Mühe, geduldiger zu sein, aber es geht einfach nicht. Vielleicht kennst du das. Kennst du das? Come on, oder? Es ist für mich so nichts Unbekanntes. Aber schau, diese Umkehr, diese Erneuerung passiert nur in deiner wunderbaren, einzigartigen, unglaublichen Beziehung mit Jesus. Heiligung ist dein. Dein Ziel. Es muss dein Ziel sein. Heiligung muss dein Wunsch werden, weil wenn Heiligung passiert, kommt Christus heraus. Halleluja. Und wir haben zu viele antrainierte Fassaden in dieser Welt, in unseren Kirchen, zu viele Religiosität. Ja, wisst ihr, was Religiosität ist? Worte ohne Kraft. Taten, die nicht übereinstimmen mit unseren Worten. Ha, genug, ich habe genug gesehen von dem und ich habe genug so gelebt. Wir haben zu viele fromme Fassaden. Ja, weißt du, als Christ darf man das halt nicht machen. Wer hat das denn gesagt? Ja, die haben das uns so gelernt. Ja, was sagt denn dein Gott? Oh, den habe ich noch nie gefragt. Oh, was sagt dein Gott? Was sagt dein Geist? Was sagt der Geist dir? Oder wir schieben alles ab, jede Verantwortung, der und die und das, damit alle anderen schuld sind. Dabei will Gott in dein Leben sprechen. Er will dich teachen, er will dich lehren. Er wird dir zeigen, wo das Dinge in deinem Leben sind, die du aufräumen musst, damit du heilig und rein und herrlich wirst und nicht mehr immer mit diesen Alltagslasten zu kämpfen hast. Weil das ist auch Sünde, wenn wir einfach in diesem alten, blöden, gefangenen, alten Menschen hängen bleiben, das ist nicht das Evangelium. Amen. Nein, wirklich. Wir sind berufen, um im neuen Bund zu leben mit Christus, gestorben, um neu zu werden, um heil zu werden von allem. Wer will leuchten, wenn wir es nicht mal schaffen, unseren Nachbarn und uns einander zu lieben? Wer will denn leuchten, wenn alle unsere christlichen Ehen scheitern, unsere Gemeinden sich spalten, wir es nicht schaffen, einander in dieser Liebe von Christus zu begegnen, weil wir es nicht können. Aber es hat mit dem zu tun, mit diesem Problem, dass wir nur gelernt haben oft, schau, jetzt bist du Christ, jetzt musst du dich taufen lassen und dann musst du das tun. Und dann musst du das tun und als Christ macht man und als Christ tut man. Ich bin selber so aufgewachsen, sonst würde ich das nicht so erzählen. Ich bin gläubig aufgewachsen, christlich aufgewachsen, habe mich mit 9 Jahren bekehrt in einem Kinderlager, Heilsarmeelager. Ich hatte Eltern, die waren schon Christen, aber nicht wirklich feurig unterwegs. So, ich habe dann einfach abgeschaut, was ein Christ macht und habe das versucht auch zu machen. Habe einfach gelernt, ich habe sehr schnell gewusst, wie man sich zu verhalten hat, wenn man ein guter Christ sein will. Wenn man erfolgreich sein will. Und dann kam ich mit 17 Jahren ins ICF, in die Jugendchurch, in die Youth Band und bin dort sehr schnell gefördert worden als junge Frau, die überhaupt nicht wusste, wer sie war. Wirklich kein einzigen, nichts, da war alles leer in meinem Leben. Ich kannte diesen Gott einfach vom Hören sagen. Ich habe ihn punktuell mal erlebt, so dieses Kribbeln in einer Worship-Zeit. Oder auch als ich meinen Mann kennenlernte mit 18, hat Gott ganz klar zu mir gesprochen, dass er mein Mann werden würde. Das war für mich krass, dass Gott überhaupt mit mir spricht.
Weil ich fühlte mich weder würdig, noch fühlte ich mich schön, noch geliebt, noch angenommen, noch wusste ich nicht, ob ich in den Himmel kam oder nicht. Ich hörte Gott, ich kannte ihn einfach vom Hören sagen. Und so ging es weiter. Ich wurde dann sehr jung angestellt, schon im ICF mit 23 Jahren, durfte ich dann das ganze Worship-Team leiten, habe ich dann für 10 Jahre gemacht, war ich angestellt. Und in dieser Zeit, da waren so viele Struggles in meinem Leben, das hat niemand gemerkt. Ich war der Engel auf der Bühne, die Worship-Leiterin mit Autorität. Die Gott so liebt, die so feurig ist, die so radikal ist. Und niemand hat gesehen, was zu Hause abging in meinem Herzen, mit all meinen Struggles, mit meinen Gefühlen und Emotionen. Ich hatte so viel Eifersucht in meinem Herzen, so viel Vergleichsdenken, so viel Konkurrenzdenken, so viel Selbstanklage. Ich war so hin und her gerissen von Stolz und Minderwert. Ich konnte das fast nicht handeln. Wenn ich dann auf Zürich ins ICF gehen durfte zum Singen, das war aufgeblasen, wurde ich da gesehen und ich trotzdem nicht. Und das war jedes Mal für mich eine Katastrophe. Nicht menschlich, aber für mein Herz. Weil da war eine Frau, die kannte Gott nicht. Die wusste, die sang von einem Gott, der groß ist, der Wunder tut, der herrlich ist, der genial ist. Und ganz ehrlich, wenn ich zu Hause war und meine Bibel öffnete, Gott, ich keinen Plan. Kein Plan. Ich konnte keine 5 Minuten stillsitzen. Ich wusste nicht, wie zur Ruhe kommen. Ich wollte auch nicht stillsitzen. Ich wollte mich nicht mit mir selbst beschäftigen. Ich hatte so Angst davor, dass dann so viel Schlimmes herauskommt. Ich war wie ein Schilf, das einfach bei jedem Sturm umgeknickt wurde. Und ich wusste, wenn irgendwas Schlimmes passiert in meinem Leben, ich bin weg. Das hat mich so in eine Einsamkeit getrieben, innerlich, äußerlich immer noch nicht. Das haben Menschen nicht gemerkt, aber mein Herz hat es nicht mehr ausgehalten. Und erst dann in Amerika, als wir diese Auszeit machten im Gebetshaus, als wir wirklich fortgingen nach Amerika für dieses Jahr, wo hat Gott mich in diese Wüste geführt. Ich habe heute Morgen über diese Wüste gesprochen. Ich saß dort in diesem Gebetshaus als gebrochene junge Frau mit 28 Jahren. Ich hatte alles erreicht, wirklich alles. Menschlich gesehen hatte ich 0 Grund. Ich hatte so viel Anerkennung von so vielen Menschen, so wunderbare Kinder, ein wunderschöner, wunderbarer Ehemann. Ich hatte meinen Traummann gefunden, alles war perfekt. Aber mein Herz war so gebrochen, weil die Fülle meines Lebens habe ich noch nicht gefunden. Da war eine Frau, die hat alles versucht, gut zu sein. Alles. Jeden Tag habe ich mir Mühe gegeben, bin gescheitert. Jeden Tag habe ich versucht, meine Sünden nicht wiederzumachen, bin gescheitert. Jeden Tag dachte ich, wer bin ich eigentlich? Das ist doch komisch, warum bin ich so? Und da war eine Frau, die vorne durch eine fromme Fassade hatte und hinten durch war sie noch genau gleich alt. Und ein kleiner Geist, der sich nie ausbreiten konnte, weil ich nicht in die Beziehung zu ihm gegangen bin und nicht gelehrt wurde, in diese Beziehung zu gehen. Das ist krass, oder? Und ich bin fast sicher, dass sich fast alle Frauen in diesem Bild wiederfinden. Wir brauchen Yada, erkennen, Erkenntnis, wer Gott ist. Du und ich, wir brauchen dieses Yada. Gott hat genug von diesen Fassaden, von dieser Frommheit, von diesem religiösen Getue, von diesem etwas Spielen, was wir überhaupt nicht sind. Gott hat wirklich genug. Gott ist nicht gekommen, hat seinen Sohn nicht geschickt, um uns zu verbessern. Sonst wäre Christus nicht gestorben am Kreuz, das sein Werk wäre so billig, versteht ihr? Wenn Jesus nur gekommen wäre, um dich und mich zu verbessern. Das wäre so billig. Er ist gekommen, um alles zu erneuern, wenn du willst. Es ist wieder your turn, my turn. Wenn du willst. Herr, ja, ich trinke aus dem Becher, ja. Ich sage Ja zu dir und Nein zu mir. Ich sage Ja
zum neuen Leben in Fülle. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Kennt ihr diesen Song? Komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Wisst ihr, was erfüllen ist? Erfüllen. Bis in die Fußspitzen, Fingerspitzen, Haarspitzen. Das Kleine, das ist nicht erfüllt sein. Erfüllt sein ist, er nimmt Raum in meinem Leben. Das hat für meinen alten Menschen keinen Platz mehr. Gott will uns erneuern. Und deshalb ist es so wichtig, dass mit diesem Neubeginn, und das kannst du heute Abend übrigens tun, wenn du es noch nicht getan hast, wenn du dich einfach bereits für Jesus entschieden hast, aber noch nicht umgekehrt bist, dann tu es heute. Es lohnt sich. Weil mit diesem Neubeginn, mit dieser Neugeburt, mit dieser Wiedergeburt, kehren wir dem alten Leben den Rücken zu und gehen ins neue Leben und sagen, ab jetzt regiert der König der Könige mein Leben. Das Alte ist gestorben. Punkt. Wirklich. Das kannst du nehmen und dann nimmt dich Gott in ein wunderbares, ganzheitliches, langjähriges, lebenslängliches Training mit. Da bin ich drin. Puh. Das ist anstrengend, aber herrlich, herrlich mühsam. Ja, ich weiß, jeder von uns hat ein Ego, ich auch. Und das Ego, wisst ihr, das steht im Galater 5 so schön. Das Ego, das bäumt sich die ganze Zeit gegen den Geist Gottes auf. Ja, den ganzen Tag will mein Wille nicht, was Gottes Wille ist. Dieser alte Mensch, der ist tagtäglich mein Begleiter und will nicht, was Gott mir gesagt hat, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jeden Morgen, wenn ich aufstehe, und das gibt morgen, wo ich aufstehe und schon spüre, oh, heute hätte ich wahrscheinlich eine schlechte Laune. Hätte ich. Wenn ich dem jetzt so Raum geben würde, wäre das jetzt wahrscheinlich so ein Tag, ach, was mir jetzt nicht so ganz einfach fallen würde, nett zu sein und geduldig zu sein und lieb zu sein. Aber, Heiliger Geist, du lebst in mir mit deiner ganzen Fülle. Und weil du in mir lebst, befehle ich meiner Seele, meinem Körper und auch meinem Geist, kommt unter die Herrschaft vom König. Und es wird ein wunderbarer Tag sein, weil der König der Könige ist mein Chef, mein Herr, mein Liebhaber, mein Bräutigam, mein Gott. Er regiert mich, er trainiert mich. Und wenn ich dann in meinem Alltag immer wieder diese Impulse kommen, Maria, aber das willst du doch jetzt nicht. Oder Maria, ich entscheide mich ganz oft gerade dagegen und mache es trotzdem. Und ihr müsst wissen, es gibt dann ganz viele Situationen in deinem Leben, wo du gechallenged wirst, tagtäglich, wo du das trainieren kannst. Aber es wird eine wunderbare Lebensschule sein, weil das passiert alles in dieser Gegenwart vom Vater. Und wenn du ihm sagst, ich will nicht mehr geduldig sein, lehre mich Geduld, dann kommt das leider nicht vom Himmel geregnet. So, jetzt bist du geduldig. Sanftmut. Das gibt Training. Geistiges Training, da wird Jesus dir Leute vor die Tür stellen, die challengen dich. Hoi. Und du möchtest am liebsten die Tür schließen. Für mich ist die größte Herausforderung Menschen, die unangemeldet kommen. Ich bin absolut unspontan in diesem Bereich. Ich liebe Menschen, ich habe sehr gerne Gastfreundschaft, aber bitte nicht unangemeldet. Und Gott macht das ganz bestimmt absichtlich, weil er mir immer wieder Menschen schickt, die einfach gerade um die Mittagszeit kommen, unangemeldet. Das ist wirklich, ich könnte manchmal schreien und dann habe ich ein paar Sekunden Zeit, mich zu entscheiden, was will ich leben? Wer lebt in mir? Es ist Christus, der Auferstandene, der gesagt hat, ich soll ihn lieben mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Verstand, mit meinem ganzen Sein. Und das tue ich und er liebt mich. Und weil er mich liebt, ist da Liebe für jeden, zu jeder Zeit, überall. Kontrolle loslassen, Bequemlichkeiten loslassen, wie ich es gerne haben möchte, loslassen. Das sind ja immer so verborgene Ängste und ich kann es nicht. Ich kann nicht, aber Jesus kann alles tun durch die, die ihn lassen. Wisst ihr das? Und das ist wunderbar und er möchte uns gebrauchen, dass wir wirklich so ein Segenstrom werden, dass wir all das, was wir uns limitieren, das kann ich nicht, das geht auch nicht.
Das hat mir Gott schon alles gestrichen und gesagt, hast du eigentlich eine Ahnung, was ich alles kann? Ah, ja, na, oh, ja, stimmt, ich habe es vergessen. Da, have your way. Und ich laufe auch schon heute in Dingen, ich hätte das nie gedacht, vor Leuten sprechen, das kann ich eigentlich gar nicht. Nein, mit 20 noch. Ich habe gesagt, ich werde nicht vor Leuten, das ist nicht meins. Ich habe nie etwas gesagt als Worship-Leiterin. Ich habe nur gesungen, weil ich so scheu, ich war so scheu. Ich hatte so riesen Menschenfurcht, ich habe gestottert und wurde rot, wenn ich sprechen musste. Ich wusste, sprechen wird nie mein Ding sein, bis Gott gesagt hat, und wenn das meins ist? Ah. Nur ein kleines Beispiel, es geht nicht ums Sprechen oder nicht. Es geht darum, dass nicht mehr ich lebe. Verstehst du? Sondern Christus in dir. Und der will zunehmen. Das ist doch wunderbar. Und das ist so einfach, Frauen. Und das ist auch wieder das Evangelium. Es war noch nie anders. Und ich glaube, Gott ist jetzt daran, dass er Frauen und Männer ruft, wirklich in diesen Heiligungsprozess hineinzugehen. Stellt euch mal vor, Ehepaare beginnen sich zu heiligen. Und nicht du heiligst deinen Mann und er dich. Du heiligst dich und dein Mann heiligt sich. Stellt euch mal vor, wie diese Ehen sich entwickeln. Wenn nur noch Jesus wichtig ist im Leben, heißt das ja dann nicht, dass ich die Menschen nicht mehr liebe oder meinen Mann nicht mehr liebe. Ich liebe ihn umso mehr. Wenn ich Christus allein liebe, wenn er mein Ein und Alles wird, liebe ich die Menschen umso mehr. Stellt euch vor, jeder beginnt sich zu heiligen in seiner Familie, nicht immer die Schuld beim anderen zu suchen. Ja, wenn der mal sein Leben aufräumen würde, es würde mir viel einfacher fallen, ihn zu lieben, glaube ich sofort. Ja, und Gott hat mir aber immer gesagt, Maria, du, ich bin in dir. Lehre du zu sterben. Lehre du, ganz, ganz heil zu werden in mir. Lehre du, alles loszulassen. Lehre du, kein Opfer mehr zu sein. Lehre du, hör auf deine Rechte zu pochen. Hör auf Bedingungen zu gehen. Hör auf, Dank zu erwarten. Hör auf, Liebe zu erwarten. Du hast alles in mir. Hör auf, du bist frei. Geh. Come on. Ich finde das wunderbar, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich begeistert das so. Das ist einfach gewaltig und ich darf wirklich erleben, nach diesen 10 Jahren, wo ich in dieser Heiligung jetzt laufe, ich bin nicht mehr dieselbe. Wirklich, ich bin ein komplett anderer Mensch und ich kann euch eins sagen, ich bin noch lange nicht fertig mit mir. Der Herr ist noch lange nicht fertig mit mir. Es ist mein täglicher Wunsch. Ich möchte sterben, Herr. Ich habe einen Song geschrieben, der heißt Mein ungeteiltes Herz. Und dort singe ich, lehre mich zu sterben, Herr. Lehre mich zu sterben. Lehre mich zu sterben. Und ich wusste, als ich diesen Song schrieb, der Heilige Geist hat mir gesagt, es wird noch ein Lied geben auf deinem Album. Das wird die Menschen so triggern, Maria. Das Lied werden sie auch, die einen werden es lieben, die anderen werden es hassen. Weil es challenged die Church so sehr. Sie hat noch nicht gelernt zu sterben. Sie hat vor allem gelernt, sich selbst zu verherrlichen. Humanismus, Individualismus, was sind wir denn geraten? Das ist doch kein Königreich. Weg von dem, was ich will, hin zu dem, was Gott will. Und wir werden alles besitzen. Versteht ihr? Dann können wir beginnen, auch unsere Männer zu lieben, auch wenn vielleicht manchmal ein bisschen wenig Liebe zurückkommt oder nicht so, wie wir es gerne hätten. Das heißt nicht, dass wir immer in ungesunden Beziehungen überall bleiben müssen. Gott wird es uns zeigen. Der Heilige Geist ist ja ebenso liebevoll. Er ist der beste Lehrer ever. Er wird dir zeigen, wo Beziehungen wichtig sind für uns. Weil Beziehungen haben Potenzial zum Heilen und zum Zerbrechen. Wusstest du das? Immer. Und manchmal sind die Beziehungen so zerstörerisch, dass der Heilige Geist schon lange ruft, dass du das verlassen musst, dass du abschneiden musst, gehen musst. Und manchmal gibt er dir aber so viel Liebe und Kraft, Menschen zu lieben in diese Vaterliebe, dass sie irgendwann zurückkehren können. Aber immer in der Beziehung zum Vater. Halleluja. Umkehr, Neuanfang. Es ist heute wirklich deine Chance. Du kannst das Gott hingeben. Echte Heiligung, dieser Sollzustand, wie soll das denn sein? Ich glaube, dass es kein anderer Weg gibt für die Christen in Europa, auf der ganzen Welt. Keinen anderen Maßstab gibt, den Jesus gesetzt hat. Band, ihr dürft sehr gerne spielen oder Piano, genau. Dass die Braut sich heiligt. Es steht in der Offenbarung auch, die Braut, sie reinigt und heiligt sich, bevor Christus zurückkommt.
Mit dem ist nichts anderes gemeint, als dass wir beginnen wirklich zu sterben, dieses Alte loslassen und das Neue anziehen, damit durch uns die Welt erkennt, wer Christus ist. So einfach und so schwierig. I know that. I know that. Passt euch nicht mehr diesen Maßstäben der Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Come on. Das ist nur ein Vers von ganz vielen. Lasst euch verändern. Lasst euch nicht verbessern, sondern erneuern tagtäglich. Und nicht von heute auf morgen, sondern tagtäglich wirst du spüren in dieser Gegenwart, wow, ich bin ja frei geworden. Ich brauche ja das und jenes nicht mehr. Wow, es ist mir nicht mehr so wichtig. Wow. Ich merke, ich bin viel sanftmütiger geworden. Wow, ich spüre, meine Beziehung zu dem und jenem hat sich verändert. Wow, ich habe mir selber vergeben können. Wow, ich kann sogar meinen Peinigern vergeben. Wow. Und der Heilige Geist, der ist so wunderbar, er zeigt immer so auf meine Punkte in meiner Seele, die er noch haben will. Er ist wie ein Gärtner in meinem Garten. Der pflanzt, er reißt aus, was ihn nicht ehrt, was mir schadet, und setzt wunderschöne Blumen, damit ich ein Garten bin, der fruchtbar wird. Oh, ist das nicht herrlich? Wir dürfen wirklich mit leeren Händen zu Christus, der füllt sie. Halleluja. Da ist Freiheit und da ist Einheit. Wenn wir Heiligung leben, dann werden wir frei von uns selbst, frei von allen Ansprüchen der Welt. Ich weiß nicht, aber ich will das. Weißt du, ich will null Menschenfurcht. Es soll mir so egal sein, ob ihr mich cool findet oder nicht. Nein, wirklich. Ich werde sonst daran zerbrechen. Wenn es mein Herz jedes Mal angreift, wenn Menschen mich verleumden, wenn sie uns verleumden, wenn wir hier rausgehen, wir werden daran zerbrechen. Stellt euch vor, wir werden allen Ansprüchen der Welt sterben, wie Christus es tat. Christus wurde gehasst, geliebt. Er hat sich nie verteidigt. Er hat einfach nur vorgelebt, wie seine Liebe funktioniert. Und seine Liebe hat die Freiheit gebracht für eine ganze Welt. Seine Liebe hat nie erwartet. Korinther 13, die Liebe hat gegeben. Sie gibt sich hin. Sie ist geduldig, sanftmütig. Sie erwartet keinen Dank. Nein, sie gibt ihr Leben hin. Und ich glaube, umso freier, dass wir werden von uns selbst, von all diesen Ansprüchen, die unser Ego und unser Wille und unsere Seele jeden Tag haben, umso mehr wir wirklich trainieren und nicht mehr erlauben, dass die Seele uns dominieren darf, umso mehr nimmt Christus einfach zu, dass wir gar nicht mehr wollen, was wir wollen. Wir wollen nur noch das, was Christus will. Und das ist so viel schöner und attraktiver, glaub mir. Das ist erstrebenswert, wenn du frei wirst. Halleluja. Und wenn Freiheit kommt, kommt auch Einheit in diese Gemeinschaft. In alle Unterschiedlichkeit, die wir haben im Moment auf der Welt. Die Unterschiedlichkeit auf der Christen. Und wir streiten im Moment über all diese verschiedenen Meinungen, Lehrtheologien und Meinungen und progressiv und konservativ. Das sind so viele Spaltungen, auch schon wieder auf Anmarsch. Aber wenn wir alle zurückkommen zu dieser Liebe, die nicht um uns geht, werden wir eins werden. Ich weiß es einfach. Jesus hat gesagt, die Liebe, sie, an ihr wird es sichtbar. Ha, come on. Johannes 4, 23, der letzte Vers. Ich liebe ihn. Doch es kommt die Zeit. Ja, sie ist schon da. In der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil, jetzt müsst ihr hören, weil sie von seinem Geist und somit von seiner Wahrheit erfüllt sind. Nicht nur gefüllt, nicht nur befleckt ein bisschen, getunkt, sondern erfüllt, erfüllt, erfüllt. Dass wir das verstehen, weil sie von seinem Geist erfüllt sind. Und wenn der Geist kommt und wir erfüllt sind mit ihm, führt er uns in alle Wahrheit. Das ist das Logischste, was passiert. Dann wird es nicht eine Frage mehr sein, was die Wahrheit ist, sondern sie wird klar sein für jeden. Halleluja.
Oder wir strugglen so oft. Was ist denn die Wahrheit? Wo ist sie denn? Überall suchen wir. Sie ist in Christus und in ihm zu finden, in seiner ganzen Fülle. Und er will sie uns offenbaren, indem wir für ihn leben. Halleluja. Weil sie von seinem Geist eine Wahl erfüllt sind. Von solchen Menschen wird der Vater angebetet werden. Denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sein. Halleluja. Lasst uns zunehmen in Christus. Bitteschön, bitteschön. Und ich glaube, heute Abend sind Frauen da, die spüren, dass sie Dinge in ihrem Leben haben, die sie loslassen dürfen. Wo sie spüren, ich habe eigene Herrschaft über diesen Dingen. Das will ich nicht hergeben. Unerfüllte Wünsche, Träume, Anforderungen, Erwartungen an das Leben. Gib es doch heute Abend mal diesem Jesus hin und sag nicht mehr mein Wille, sondern deiner. Herr, lehre mich. Das sind auch Frauen, die möchten sagen, Herr, lehre mich zu sterben. Hilf mir. Nimm mich mit auf diesen Weg. Lehre mich, trainiere mich. Heilige mein Leben. Zeig mir heute, wo ich beginnen darf. Er wird die kleinen Schritte offenbaren. Dann geht es weiter. Manchmal kommen größere Schritte dazu. Es fängt immer im Kleinen an. Du weißt, was heute dran ist. Und dann glaube ich, dann sind Frauen da, die haben einfach ihr Leben Christus nur hingegeben und sind noch nie umgekehrt. Komm heim. Kehr um. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht einfach nur annehmen. Es ist abwenden vom Alten und das Neue anziehen. Das neue Kleid. Das Brautkleid. Seid ihr ready, das anzuziehen heute Abend? Come on. Halleluja. Jesus, ich danke dir für dein wunderbares, vollbrachtes Werk. Danke für diese Heiligung. Diese Reinigung. Danke, Vater, dass du alles entlarvst. Wo wir einfach nur fromme Fassaden tragen. Fromme Masken. Verbesserte Kopien sind von uns selbst. Oh Herr, komm und bring alles ans Licht, damit Freiheit und Wahrheit und Erneuerung reinkommt. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Ich bitte dich, dass du nicht länger zuschaust. Komm mit deinem Feuer und verbrenn alles, was nicht von dir ist. Komm. Und zünde an, weil noch kein Feuer ist. Heiliger Geist, komm. Habt ihr gewusst, dass Feuer immer verbrennt und anzündet gleichzeitig? Wenn wir singen, komm mit deinem Feuer, dann wird er alles verbrennen, was nicht zu dir gehört. Und wenn wir singen, komm wie eine Flut, wie ein Sturm, ein Wirbelwind, dann wird er alles wegfegen, was nicht von ihm ist. Und du kannst es einfach zulassen. Glaub mir, es muss passieren. Wir müssen wirklich Reinigung und Heiligung erleben in dieser westlichen Welt. Wir sind so verzogen, meine Güte. Wir brauchen dringend, dringend, dringend Heiligung und Reinigung von diesem alten, ich mich meiner mir bezogenen Leben. Da will Christus Herrschaft antreten in seiner ganzen Fülle, dass wir in unsere Bestimmung kommen. Come on, Heiliger Geist, komm mit deinem Feuer. Band, ihr dürft gerne auf die Bühne kommen. Komm mit deinem Feuer. Komm mit deinem Wind. Und jetzt bitte ich dich, dass du einfach in unsere Herzen hineinfegst, in unsere Seelen. Und dass du uns Dinge wegschneidest, die jetzt wegbrennst und wegschwemmst, die einfach nicht von dir sind, die dich nicht segnen, die dich nicht ehren, die uns klein halten, die uns binden, die uns unwürdig und überhaupt nicht in unsere Bestimmung laufen lassen. Komm, Heiliger Geist, komm und erfülle uns. Komm mit deiner Herrlichkeit. Komm mit deiner Gnade. Komm. Bitte offenbar du dich nochmals. Sei uns gnädig, Herr. Bring alles ans Licht, damit Freiheit und Wahrheit kommen kann. Komm, Heiliger Geist, komm. Ja, Heiliger Geist, erfülle uns. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Komm her, komm her. Komm, Heiliger Geist, komm, erfülle uns. Komm, komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Oh, oh. Komm, Heiliger Geist.
ich habe so stark den Eindruck, dass da wirklich ganz viele von uns heute wirklich in diesen Garten eingetreten sind, in diese Gegenwart vom Vater. Und Frau, Heiligung passiert nur aus diesem Garten heraus. Sie geht nicht ohne. Es war mir so wichtig, nochmal zu sagen, geh nicht nach Hause und gib dir Mühe, besser zu werden. Geh in den Garten und lass es Jesus tun. Bitte. Bitte geh in den Garten und lass es Jesus tun. Please. Gib ihm alles hin, was du nicht kannst. Weil das ist so vieles, was wir nicht können. Genau deshalb ist er ja gekommen. Gib ihm alles hin, alles. Und er wird dies Schritt für Schritt verändern. Er braucht dein und mein williges Herz. Das genügt ihm. Das Herz, das sagt, ich will nicht mehr im Alten. Ich will die Lüge nicht mehr. Ich will die Sünde nicht mehr. Sie nicht mehr akzeptiert. Das genügt. Wirklich, ich kann es bezeugen. Es genügt. Ich halte ihm täglich all mein Unvermögen hin und sage, das will ich auch nicht mehr. Aber lerne mich. Und es passiert. Es fällt ab von uns. Wie? Das ist wunderbar. Weil es aus dieser Würdigkeit als Königstochter passiert. Ja, lasst uns noch weitergehen in die Lobpreiszeit. Halleluja. Oder in einen Song noch.